Das ehemalige Generatorengebäude vom Evi Buchs gerade bei der Mühle sind, das ist jetzt eben ein Museum, vielleicht das kleinste von der ganzen Schweiz. Die Initianten, das sind Büro Vulkanmaschinenfreunde und die haben die Jungbündner Künstlerin Ladine John eingeladen. Und wir dürfen gespannt sein, was da alles auf einem zukommt in dem kleinsten Museum von Buchs eben. Wir können noch ein bisschen näher, Ja, genau. Megafon bitte. Genau, Megafon. Herzlich willkommen bei uns auf dem Museumli Platz. Wir sind hocherfreut über eure Anwesenheit. Ja, dann ist mir gegangen und hat geschaut, ein Blumenkohl war drin, ein Hase, und der Hase hatte so Haar dran gehabt. Ich wollte ihn auflupfen, aber hat mir schon gesagt, Achtung, aufpassen, die Haare gehen oben runter. Ein paar haben gesagt, wow, grusig, die Haare. Und eben der Blumenkohl, was soll jetzt das da? Also ich war auch ein bisschen rotlos gewesen, muss ich sagen. Der Hagen Pönert ist dann dem Hase ein bisschen angeschlichen, hat ihn ein bisschen genauer angeschaut. Also Sevi ist irgendwie so ein Partner, und natürlich hat er genau wieder gewusst, was es heisst. Hier in seinem Gebäude gemacht und hat sich dann auch mit der Künstlerin, mit der Ladine John, unterhalten. Und ihm dann auch. Ladine John, als nicht unbedingt kunstbeflissen, wenn ich so schaue, ist eine technische, eine schlichte Sache. Was hast du da reingebracht und was sind deine Überlegungen gewesen? Von mir ist der Blumenkohl in Verbindung mit dem Hase. Gut, der Hase ist am Boden. Aber was macht jetzt ein Blumenkohl mit dem Hase? Ein Hase hat doch etwas zu tun mit Eier. Mit Eier? Ja, Osterhase. Das ist aber eher geschichtlich, so historisch, so Osterhase-mäßig. Ja. Genau. Aber was ist denn die Verbindung jetzt Blumenkohl mit Hase? Was hast du dir überlegt? Warum jetzt gerade das? Ja, das ist eigentlich die Frage, die ich an den Betrachter stelle. Gut, dann gehen wir mit dem Mikrofon rundherum. Gehst du mal rundherum, Sie sollen sich doch einmal äußern, was denn da so ein für Eindrücke haben. Sie sollen da mal etwas sagen. Geh mal hinterher zum Raffi, da wäre das wirklich gut. Darf ich dich fragen, was du sagen würdest, was der Hase genau mit dem, also was der Blumenkohl und der Hase irgendwie verbinden? Ja, ich habe gestern immer noch lange über das alles müssen reden, der Kurt und ich. Und dann hat mir eben der Kurt erzählt, dass wenn man Stress beschreiben will, gibt es ein gutes Bild. Das ist nämlich, wenn der Hase zum Bau aus muss, weil er Hunger hat, das ist Stress. Und ich denke, das funktioniert für mich. Raphael, bist du gestresst gewesen, wo du das gesehen hast? Nur Blumenkohl und Hase? Nein, überhaupt nicht. Also, ja, ich denke, der ist ein bisschen arm, aber der kommt nicht rein. Ja, ist aber wirklich ein wunderschönes Museum, oder? Es hat schon einiges drin. Kann natürlich dementsprechend, man kann mit dem arbeiten, kann mit dem gefüllt werden. Was ist denn da vorgestellt? In welchem Zeitraum wird man wieder etwas Neues einbringen? Also, wir haben den nächsten Anlass schon organisiert. Das ist in 2 Monaten, am 30. Juni. Das ist auch wieder eine Frau, eine Junge, die ihre Sachen hier ausstellt. Was genau, weiss jetzt noch zu wenig Bescheid, aber wir haben wirklich vor, dass wir 4-mal im Jahr, also alle 2 Monate während der Sommerzeit, eine Ausstellung machen können. Und die geht jeweils einfach einen Tag. Wie frei sind da Künstlerinnen und Künstler? Total frei. Also von uns aus kommt sicher keine Einschränkung. Oder Licht-Performance, Video-Performance, Tanz-Performance, man könnte alles machen. Es muss nicht bildnerische Kunst sein. Muss nicht sein. Ich denke, dadurch, dass das Ganze auf den Tag beschränkt ist, ist es wahrscheinlich auch noch gut für irgendwelche Performance oder sowas. Kann man gut vorstellen. Nadine hat gesagt, sie will dann nochmal etwas machen später da. Nochmal. Etwas mit Bewegung, Ladine, ja. Oder? Habe ich gedacht. Ja. Also, ich habe es gemerkt, der Hase spitzt die Ohren, lässt uns zu. Irgendwie stunkt es mir, aber er schaut mehr auf die Leute, die mehr draußen trinken, als sie ziehen können. Also, der Blumenkohl ist ein bisschen einsam. Was hast du das Gefühl, Ladine?
Es liegt ein bisschen in der Natur des Hases, dass er eine Szenerie beobachtet. Und dass er ein relativ grosses Gesichtsfeld hat, das er eben halt im Blick hat. Dann. Und also ich glaube nicht, dass er den Blumenkohl völlig außer Acht lässt, aber er ist ein Angsthase. Ein Hase ist ängstlich. Und hast du ihn extra dort hergehängt, wo man sich erhängen könnte? He? Das heisst, er muss seine Angst überwinden, um zu dem Blumenkohl zu kommen. Das könnte sein, oder so? So Gedanken könnte man... Man ja. Könnte den Blumenkohl auch ein bisschen personifizieren. Man könnte sich jemanden ausdenken, den man gerne dort oben sehen würde. Auch von der Region, oder? Und man könnte sich überlegen, wer ist denn der Hase und wer ist der Blumenkohl? Also das Museum, das regt echt an. Man sieht wieder, jemand mal liegt es eben auch im Wenigen, dass man mehr Gedanken kann machen kann. Raphael, jetzt meine allerletzte Frage. Viermal im Jahr, das ist fix oder könnte es auch mehr sein? Ja, für das erste Jahr, denke ich, ist das eine gute Anzahl Anlässe. Wir hoffen, dass das noch länger weitergeht und wenn es dann mehr gibt, haben wir sicher auch nichts dagegen.